Machen wir uns doch nichts vor. Ich konnte natürlich nicht warten. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Es geht um das Face Reveal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache so ein kleines Reaction-Video auf eure Kommentare. Ich meine, ich habe es mir natürlich schon, ich konnte natürlich nicht warten und habe es mir schon am selben Tag angeschaut. Aber ich werde es jetzt gleich nochmal durchlesen, vor allem sind ja auch wieder neue dazugekommen. Also ich lese hier eure Kommentare mit. Live on the Reels Top Comments. Bitte setzt den Helm wieder auf. Ihr zwei passt echt gut zusammen. Von Laktowatz. Danke. Danke, danke. Voll süß. Also wie gesagt, die meisten Kommentare sind echt voll lieben Kommentare, mit denen... Also ich meine, ich habe schon mit vielen lieben Kommentaren gerechnet, aber dass wirklich so, sagen wir mal, 98% davon so positiv sind, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich meine, klar, ist sehr logisch, dass es dann immer irgendwie, ja, Leute gibt, die dann meinen, voll blöd, sie ist voll scheiße. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, super gemacht, von Black Cloud. Ja, ihr Face Reveal kommt ja auch bald, also ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf dein Face Reveal. Grüße geraus. Von Björn27, wahnsinn hübsch. Wahnsinn, hübsch und sexy zugleich. Live on Tobias hat echt Glück, mach weiter so. Danke, voll lieb. Und ja, nicht nur Live on Tobias hat Glück, sondern auch ich habe Glück. Hallo, so schlecht sind Alex jetzt auch nicht aus. Also so richtig rumgehatet hat eigentlich keiner. Und das eigentlich, das wundert mich voll. Bis auf einen, keine Ahnung, ja, vielleicht gibt es zwei, drei komische Kommentare, aber zu denen komme ich eh noch. Von Motofan. Jetzt wissen wir, wo das ganze Gequietsche herkommt. Ja, hier kommt der Hühnerstall her. Jetzt seht ihr, wo der Hühnerstall herkommt, wo er zu Hause ist. Total hübsch, mega Ausstrahlung. Hätte nicht gedacht, dass das Face Reveal doch noch so besonders sein würde, obwohl man ja ein bisschen schon wusste, wie du aussiehst. Von Leica Lila. Ja, danke. Also das mit der Ausstrahlung, das freut mich natürlich mega, also das hört man immer gerne. Ich meine, das gute Aussehen ist natürlich eines. Nein, aber man freut sich halt dann natürlich schon, wenn man vor allem Komplimente für den Charakter bekommt. Also das ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, ist irgendwie bedeutungsvoller als jetzt fürs Aussehen, weil gut Ausstrahlung kannst du halt schnell mal, aber einen guten Charakter, das hat nicht jeder. Also die meisten sind ja so, oha, voll hübsch, voll schön. Setz den Helm bitte wieder auf. Von Fuchs und Alex, also von Love and Twills und von Fuchs, also ja. Sorry. Sie hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Oh, das ist süß. Also wirklich, das, ich meine, ja klar, jeder wünscht sich mehr Aufmerksamkeit. Aber ich möchte nur eins sagen, ich freue mich wirklich über jeden, der meine Videos schaut und ja, ihr seid Teil der Family, der Beauty und Life and Wheels Family und ja, ich finde euch cool. Haben wir dich komplett anders vorgestellt? Naja, also da muss ich auch sagen, ich meine klar, man weiß es natürlich nie, aber man hat ja, also ich habe es ja nicht so genau genommen. Mit dem Gesichtsverstecken, wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr meine Bilder angeschaut hat, war schon ungefähr klar, wie ich ausschaue. Also, oder zumindest war es nicht nur so eine Überraschung, denke ich mal. Aber klar, natürlich hätte es sein können, dass ich keine Nase habe, oder? Ein Spaß. Ist es jetzt positiv oder negativ? Irgendwie, ich habe das mal so als neutral aufgefasst. Erstmal Taschentücher kaufen. Ich gehe, glaube ich, mal für 30 Minuten duschen. Ja, gönn ja. Sexy, cooles Video. Dankeschön. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch nochmal
ein ganz großes Dankeschön an Alex sagen. Also danke Alex, dass du mir beim Filmen geholfen hast. Ich finde, Alex hat das gut gemacht. Also ein großes Dankeschön an dich, dass du mir beim Filmen geholfen hast. Sieht eher aus wie ein Haar-Reveal. Ein geiler Auspuff. Diese gute. So habe ich Alex kennengelernt. Ich habe sein Bild kommentiert, diese gute. Da hat er natürlich sofort reagieren müssen, weil bei so einem kreativen und einfallsreichen Kommentar. Nein, also ich bin sehr froh, dass er auf diese gute reagiert hat. Das war gut. Eigentlich wusste man immer schon, wie du aussiehst. War keine große Überraschung. Also der gute Raphael hat nämlich von mir und auch einmal von Alex ein Face-Reveal, ein vorzeitiges gemacht. Und es ist wirklich gut, also. So gut hat mich noch keiner getroffen. Ich glaube, du hast den Titel Beauty wirklich verdient. Oh, Body-Reveal. Naja, also ein bisschen zeigen, was man hat, kann man ja schon, beziehungsweise was man nicht hat. Machen wir uns doch nichts vor. Nein, Spaß. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Körper. Muss nicht jeder Doppel-D haben, um hübsch zu sein? Holt euch mal Sena. Ja, haben wir vor. Alex bekommt ein neues und ich bekomme dann sein altes. Und Alex kann dann auch meine Stimme aufnehmen. Bei seinen Videos habt ihr dann auch meine Stimme auch mit dabei. Also doppelte Hühnerstall-Lache. Freut euch drauf. Direkt Snapchat-Story und rüber auf YouTube. Ja, so ist es richtig. Folgt mir auch auf Snapchat. Es gibt immer wieder lustige Snaps mit peinlichen Filtern. Zu eurer Erheiterung. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Es wird ab jetzt mehr Videos und Fotos mit meinem Gesicht geben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und cool, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal.